So, ich probiere es nochmal, nachdem mein erstes Video so ein bisschen Probleme hatte, und ich teile das Ganze auch noch auf in verschiedene Teile, denn ich denke mal, man kann es ein bisschen besser machen. So, Installation von Arch Linux auf einem Laptop oder PC. Das Ganze ist eine Momentaufnahme, dass sich die Installation öfters mal ändert. Ja, aber ein kurzes Vorwort. Warum Arch? Ich habe einige Distributionen durchprobiert, sei es Debian, sei es Ubuntu, sei es SUSE, sei es Red Hat, sei es CentOS, sei es Enlightenment OS, sei es. Ja, ich habe einige ausprobiert und bin irgendwie bei Arch hängen geblieben, einfach aus mehreren Gründen. Punkt 1: Arch hat eine wirklich, wirklich gute Dokumentation, wie man was einstellen kann, wie man was konfigurieren kann. Arch ist eigentlich recht aktuell. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr aktuell, auch aktueller als Manjaro. Und das Paketverwaltungssystem von Arch mit Pacman und den Target-Z-Files in Kombination mit Yay und dem Arch User Repository finde ich eigentlich auch, ja, eines der besten, einfach aus dem Grund, ich muss mir nicht wie bei Ubuntu 50.000 Repositories zusammensuchen, um die Software zu kriegen, die ich haben will. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, dass Arch Linux nicht keine Distribution ist für jemanden, der ja, einen wunderschönen Installer haben möchte, der einfach eine CD oder einen USB-Stick ansteckt, klick, 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 fertig installiert und kann loslegen. Das Vorwissen, das man für Arch haben sollte, ist ein bisschen größer. Allerdings muss ich der Fairness halber auch dazu sagen, wer ein bisschen Vorwissen hat, der lernt mit Arch unglaublich viel. Vor allem auch im Bereich Boot, Einrichten eines Bootmanagers, wie funktioniert der Bootvorgang von Linux. Ja, wie gesagt, ich persönlich finde es sehr interessant und auch unglaublich performant. Aber das wird er später noch selber sehen. Wir beginnen erstmal mit der Vorbereitung. Die Vorbereitung ist im Endeffekt ganz einfach. Die Links dazu werde ich später in der Videobeschreibung natürlich noch hinzufügen. Ja, und zwar, wie beziehe ich Arch überhaupt? Wie lege ich überhaupt los? Und zwar gehen wir auf archlinux.org. Hier können wir Arch herunterladen. Download suchen wir uns einen Mirror in unserer Nähe. Also in meinem Fall jetzt hier eben Deutschland. Wenn ihr nicht wisst, welcher Host bei euch in der Nähe ist, ja, prinzipiell ist es eigentlich auch egal. Ich nehme halt immer einen, der bei mir in der Nähe ist. Wie gesagt, prinzipiell ist es aber egal. Host Europe, gnomus.de, es ist im Endeffekt völlig egal. Was ihr braucht, ist dieses. Moment. Ist dieses ISO hier. Wenn ihr das runtergeladen habt mit 680 Megabyte, auch unglaublich schwer, dann braucht ihr noch ein zweites Tool, nämlich den Etcher. Und Etcher kriegt ihr im Endeffekt über hier. Balena.io. Link packe ich natürlich auch in die Beschreibung. Hintergrund ist einfach das. Ihr könnt es natürlich auch irgendwo anders herkriegen, aber ladet solche Software bitte immer von dem jeweiligen Hersteller her, weil da könnt ihr euch dann sicher sein, dass ihr wirklich die Software kriegt, die ihr wollt. Wer schon Linux hat, der ja, kommt es drauf an. Entweder ihr könnt es euch als App-Image oder als Flatpak runterladen. Nee, App-Image ist was anderes als Flatpak. Ja, als App-Image oder eben über ein Repository beziehen. Windows-User können sich den Installer oder eben die Portable-Version runterladen. Wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr im Endeffekt über Etcher euer heruntergeladenes ISO auf den USB-Stick schreiben. Warum USB-Stick? Ich meine, ihr könnt auch eine CD brennen, aber CD ist, ich weiß nicht, die letzte CD, die ich gebrannt habe, das war irgendwann 2002, also vor 18 Jahren. Wie gesagt, mittlerweile arbeite ich mit USB-Sticks, was auch auf jedem modernen PC funktionieren sollte. So, über Etcher sagt ihr dann im Endeffekt Flash from File, nehmt hier euer heruntergeladenes Arch-ISO. Steckt einen USB-Stick an euren PC, sagt dann daraufhin eben Select Target, wählt euren USB-Stick aus, sagt Flash und nach etwa
2 bis 5 Minuten, je nachdem, was für einen Stick ihr habt. Habt ihr auch einen Installationsstick für Arch Linux? So, dann steckt ihr in euren PC, fahrt neu hoch und dann kriegt ihr im Endeffekt nach einem kurzen Bootvorgang ein solches Bild. Arch Install Medium, EFI Shell oder Reboot in the Firmware Interface. Wir wollen natürlich den Installer haben, beziehungsweise wollen wir ja Arch installieren. So, es kann unter Umständen ein wenig dauern. In der Zwischenzeit werde ich mir mal die Installations-Notes, beziehungsweise werde ich euch das Arch-Wiki mal zeigen. Moderne Installation mit Verschlüsselung. So, das ist im Endeffekt die Installation, die ich mit euch durchgehen werde. Ganz einfach, warum mit UEFI und Verschlüsselung? UEFI einfach aus dem Grund, UEFI ist der aktuelle Bootstandard, wird den sogenannten Legacy Boot auf kurz oder lang auch ersetzen. Es gibt auch schon Geräte, die keinen Legacy Boot mehr haben. Aus meiner Sicht ist UEFI eine recht gute Entwicklung, einfach aus dem Grund, es nimmt sehr viel vom BIOS weg und gibt es dem Betriebssystem für die Initialisierung, was den Bootvorgang auch beschleunigen kann oder ihn unter anderem auch sicher machen kann. Diese Anleitung werde ich mit euch durchgehen. Ich werde sie wahrscheinlich recht selten brauchen, vorwiegend wahrscheinlich hier für die Konfigurationsdateien für unseren Bootmanager. Aber prinzipiell, dass ihr wisst, wo ihr nachzuschlagen habt, den Link packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. So, nachdem unser Linux hochgefahren ist, also wie gesagt, das ist jetzt euer PC. Das erste, was wir machen oder was ich zumindest immer mache, ist, ich lade mir mein Tastaturlayout, weil ich habe eine deutsche Tastatur. Ich möchte gerne, wenn ich auf Z drücke, auch ein Z haben. Ja, das nächste, was ich brauche, ist eine Netzwerkverbindung. Wenn ihr auf einem PC seid, dann habt ihr wahrscheinlich ein Kabel dranhängen, beziehungsweise seid per LAN verbunden. Dann solltet ihr schon eine Verbindung haben. Das Ganze könnt ihr testen, indem ihr einfach mal Google anpingt. Also, ich habe hier eine Verbindung. Für den Fall, dass ihr an einem Laptop sitzt und per WLAN installieren müsst, also ihr seid nicht außen vor, das Ganze geht selbstverständlich auch. Da muss ich nur mal kurz nachgucken. Denn den WLAN-Chip, wie ich den initialisiere, ich weiß es auf einem fertigen System, aber ich weiß es nicht im Installationssystem. WLAN-Verbindung. NetCTL. Nein, nicht CAT. Wi-Fi-Menü. Ja, da ist auch das Arch Linux, die Arch Linux-Dokumentation wohl ein bisschen hinterher. Das meinte ich mit, die Installation ändert sich immer wieder. So, aber es stimmt. Wie kriege ich? Ah, er hat mir die Wi-Fi-Tools nicht installiert, weil ich habe hier eine LAN-Verbindung. Nehme ich jetzt mal stark an. Das kann man aber ganz einfach mal simulieren, weil ich habe nämlich einen WLAN-Adapter dran. Das heißt, ich nehme den Netzwerkadapter einfach mal raus, wobei der eigentlich raus ist. Netzwerkadapter deaktivieren. Genau. Kein Netzwerk. So. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, wie gesagt, ist eine virtuelle Maschine. Für eine DD-Beschreibung ist hier wieder eine CTL. Schneller Weg, Leute, mit wenig Know-how, Wi-Fi-Menü. So, loadkeys.de. Gut, das hat er nicht. Netstat, Network CTL. Ja, okay. Dann müssen wir mal in die englische Originalanleitung gucken. So, Installation.
verify connect to the internet. So, IP link, ping Arch Linux. IP link, unless for wireless connected network, Wi-Fi, IWCTL. Ach ja, okay, es wurde doch ein klitzekleines bisschen. Ja, okay. Device List, damit listet ihr eure Devices auf. Ihr seht, ich habe hier ein WLAN-Device bei mir drin. So, das heißt dann Station WLAN 0, das ist der Name meines Devices, Scan. Damit sollte er jetzt gucken, was für WLANs sind hier bei mir in der Nähe. So, Station WLAN 0 get minus Networks. Damit kann ich mir jetzt anzeigen lassen, welche WLANs hier bei mir in der Nähe sind. Ich sehe hier mein privates, ich sehe mein Gastnetzwerk. So, jetzt möchte ich mich gerne mit einem bestimmten WLAN verbinden und jetzt beißt mir mein eigenes WLAN in den Hintern, denn das wird jetzt lustig. Ja. Ich mag nicht. Station. WLAN 0 connect. Jetzt wird's interessant. Sys class net WLP 13 S3 W1. So. Passphrase. Ja, und wir sind verbunden. Also, so verbindet ihr euch mit dem WLAN. Wenn ihr euer Passwort nicht habt, das ist meistens auf dem Router hinten drauf. Mit STRG D verlasst ihr diese Konsole und mit IP A könnt ihr euch anzeigen lassen, ob ihr eine Netzwerkadresse gekriegt habt. Ihr seht hier 192.168.179.5. Ich habe eine IP-Adresse, also ich müsste jetzt auch Google anpingen können. So, das brauchen wir für unsere Installation, einfach aus dem Grund, ja, weil wir natürlich Pakete aus dem Internet brauchen. So, wir haben jetzt unser Tastatur-Layout, wir haben unsere Netzwerkverbindung, das heißt, jetzt können wir anfangen vorzubereiten. So, wie ich schon anfangs gesagt habe, verschlüsseln wir unsere Installation, einfach aus dem Grund, es ist eine erhöhte Sicherheit. Wer nicht verschlüsseln möchte, kann man auch machen. Ich empfehle es einfach nicht, weil es geht nicht darum, dass niemand an den PC ran kann. Es geht einfach nur darum, wenn die Kiste geklaut wird, gerade wenn ihr auf dem Laptop seid, ihr verliert den Laptop, er wird geklaut. Mit Verschlüsselung kommt halt einfach keiner an eure Daten ran. Und mittlerweile ist durch Verschlüsselung eigentlich so gut wie gar keine Leistungseinbußung mehr vorhanden. Vor allem nicht mit Lux 2. Von daher, also Lux 2 ist das Verschlüsselungstool, das wir verwenden werden auf Arch. Von daher ist es für mich eigentlich, gibt es für mich keinen Grund mehr, nicht zu verschlüsseln. Und wer Linux verwenden möchte, ja, ich sag mal so, Linux ist kein Betriebssystem für jemanden, der einfach nur einen PC haben möchte und überhaupt kein Interesse daran hat, wie das funktioniert. Das ist auch ein Grund, weswegen ich sehr großer Fan von Linux bin, weil ich einfach weiß, was mein PC macht. Ich kann das nachvollziehen. Und wem das zu viel ist, beim Booten ein Passwort einzugeben, ja, Leute, es tut mir leid, dann nutzt Windows, nutzt einen Mac, nutzt irgendwas, was funktioniert, was euch glücklich macht. Aber aus meiner Sicht ist Verschlüsselung mittlerweile einfach nur Standard. So, darum werden wir das auch so machen. Das erste, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen unsere Festplatte vorbereiten. Also, es gibt da zwei Modi. Es gibt einmal den sogenannten GPT-Modus, es gibt den MBR-Modus, also den Legacy-Modus, wenn man so haben möchte. Da wir mit UEFI installieren, brauchen wir ein GPT-Layout.
Das heißt, wir müssen nicht FDisk verwenden. FDisk ist übrigens ein Standardtool für Festplattenverwaltung. Damit kann man sich auch wunderbar anzeigen lassen, was für Datenträger man gerade hat. Wir haben hier eben NVMe 0 in 1, also unsere Festplatte, unsere NVMe. Nachdem die meisten aktuellen PCs eigentlich mit einer NVMe ausgerüstet werden, habe ich auch hier eine NVMe drin. Für den Fall, dass ihr noch eine SSD habt, wird dann hier einfach Dev SDA angezeigt. Also wie gesagt, eure Hauptfestplatte. Und Loop 0 ist unser ISO, von dem wir unser Installationssystem gebootet haben. So, wir möchten unsere Festplatte vorbereiten. Darum auch fdisk-l, dass ihr seht, welche Festplatte ist das. Wir brauchen gdisk/dev/nvme0n1. Mit der Festplatte wollen wir arbeiten. So, Fragezeichen for help. Was wir tun möchten ist, wir möchten gerne eine neue leere GUID-Partitionstabelle erstellen, also 0. Es gibt mir hier die Warnung, wenn wir hier fortführen, werden alle Daten auf der Festplatte gelöscht. Ja, wir wollen ja was Neues machen. So, das nächste, was wir machen ist, wir brauchen eine neue Partition, also N. Partitionsnummer 1, wobei es ist Default 1, also Enter. First Sector, Enter. So, Last Sector. Also, unsere erste Partition ist unsere UEFI-Boot-Partition. Die muss nicht wirklich groß sein. Also sagen wir hier plus 500 M. 500 Megabyte reichen völlig aus. So, und hier kommt unser Hexcode, was wir brauchen. So, jetzt können wir mit L nachsehen, was wir denn zur Auswahl haben. Und es muss unsere UEFI-Partition sein. So, finde dann nichts. Dann probieren wir es nochmal mit EFI. So, EF00, EFI System Partition, das wollen wir haben, EF00. So, jetzt haben wir unsere EFI-Boot-Partition. Alles andere, unser komplettes Betriebssystem, unser Home-Verzeichnis, unsere Daten kommen auf den Rest, der verschlüsselt wird. Also erstellen wir nochmal eine neue, die zweite Partition, Standard, Ende und nochmal Enter und fertig. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal anzeigen lassen. Wir haben hier zwei Partitionen. Einmal eine mit 500 MB, das ist unsere EFI-Systempartition. Und einmal den ganzen Rest mit unserem Linux-Dateisystem. Wir schreiben die Änderungen. Jawohl, möchten wir übernehmen. Und unsere Festplatte ist partitioniert. Das war's schon. Also das Partitionieren der Festplatte ist nicht wirklich schwer. So, das nächste, was wir machen ist, wie schon erwähnt, wir verschlüsseln. Dazu müssen wir unsere Verschlüsselung jetzt erstellen. Und hierzu, weil nicht weil ich zu faul bin, sondern einfach nur, weil ich mir diesen Befehl nicht in der vollen Länge merken kann, gehen wir jetzt nochmal zurück in den deutschen Installationsguide. Und zwar sind wir hier. Den werden wir allerdings ein bisschen verändern, diesen Crypt-Setup. Den hier. So, kurz noch zur Erklärung. Wir haben unsere NVMe jetzt partitioniert. Hättet ihr eine normale SATA-Festplatte eingebaut, hättet ihr jetzt nicht SDA P1, SDA P2, ihr hättet SDA 1 und SDA 2. Also SDA bezeichnet eure Festplatte oder SDB, je nachdem, wo ihr es installieren wollt. Aber SDA ist eure normalerweise erste Festplatte. Und die Zahl hinten dran gibt die Partition an. SDA 1, SDA 2. Das sind die beiden Partitionen, die ihr jetzt hättet. Bei der NVMe ist diese Benamung ein bisschen anders. NVMe bezeichnet die Partitionen mit NVMe auf Slot 0, N1, Partition 1 und Partition 2. Also, wie gesagt, unser System soll auf die Partition 2. Das heißt, was wir hier machen ist Crypt Setup -c für Create. Dann müssen wir unseren Algorithmus angeben. Hier steht zwar Plain, aber ich nehme Plain 64. Yes, mit einer Größe von 512. So, und jetzt kommt noch eine kleine Modifikation. Lux 2. Denn ich möchte meine Partition bitte mit Lux 2 erstellen. So, luxformat /dev/nvme0n1p2.
Feuer. Oh! Ich glaube, ich weiß auch, wo ich mich vertippt habe. Zwei Striche. So. Jawohl, ich möchte das verschlüsseln. Enter Passphrase. Also, das ist jetzt das Passwort, das ihr zum Entschlüsseln der Festplatte beim Booten angeben müsst. Es sollte ein Passwort sein, was ihr euch merken könnt. Und Passwörter bitte niemals aufschreiben. Niemals. Nutzt ein Passwortmanagement-Tool wie KeePass XC oder meinetwegen KeePass. Nutzt einen Passwortmanager. Und wie gesagt, nutzt starke Passwörter. Es bringt euch gar nichts, wenn irgendjemand den Laptop klaut, tippt dann ein Acer und kommt in sein System rein. Das ist irgendwie nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. So, aber gut, wir haben verschlüsselt. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir müssen unsere verschlüsselte Partition öffnen, um dort drin eben unsere Teile erstellen zu können, die wir für die Installation des Systems brauchen. Das ist, klingt komplizierter als es ist. Ist auch wieder ein Crypt-Setup. Open slash dev slash NVMe 0 N1P2. Und jetzt den Namen, den wir vergeben für unser verschlüsseltes Volume, in dem Fall Arch. So, jetzt möchte ich das Passwort haben, das ihr vorhin bei der Verschlüsselung eingegeben habt. Und euer Laufwerk ist geöffnet. So, Crypt Setup open, successful. So, was wir jetzt machen ist, wir könnten jetzt theoretisch, könnten wir jetzt auch unser verschlüsseltes Volume partitionieren. Kann man tun. Wir machen es nicht. Wir erstellen ein LVM-Volume. Hat den Hintergrund, LVM-Volumes lassen sich im Nachhinein verändern. Das heißt, auch wenn ihr eure SSD austauscht, wenn der Platz zu klein wird, könnt ihr Logical Volumes vergrößern und gelegentlich auch verkleinern. Habe ich noch nie gemacht, aber na, es ist möglich. So, man ist ein bisschen flexibler, weil man kann LVMs direkt kopieren, man kann LVMs einfach abziehen und wegkopieren. Vor und für und wieder von LVM-Volumes möchte ich jetzt hier nicht breittreten, aber theoretisch könnte man jetzt theoretisch auch partitionieren. Aber wie gesagt, ich habe es nie gemacht, ich würde es auch nicht empfehlen. Es ist keine Festplatte, es ist ein verschlüsseltes Volume und bei verschlüsseltem Volume arbeitet man halt mit, also arbeite ich zumindest mit ja, LVM. So, wir sagen erstmal unserem Logical Volume Manager, hey, da ist eine verschlüsselte, da ist Platz, mit dem du arbeiten kannst. Das wäre dann pvcreate slash dev slash mapper slash arch. Ja, wir arbeiten hier nicht mehr mit der Festplattenbezeichnung NVMe, sondern mit dem gemappten, deswegen mapper, verschlüsselten Volume arch. So, wurde es erfolgreich erstellt. Da erstellen wir jetzt eine Volume Group. Die nennen wir System in ja, slash dev slash mapper slash arch. So, und in dieser Volume Group werden wir jetzt unsere Logical Volumes erstellen. Vcreate minus L root. Ja, also L ist das Label. Ja, wir bezeichnen unsere Installation. Und die erstellen wir in Arch. Ach, ich bin dämlich. L ist nicht die Größe, das ist Volume, das ist minus N. L ist die Größe, die wir angeben. Da reicht uns erstmal 25 GB. In der Anleitung sagen sie 50 GB. Würdet ihr das jetzt auf. Ne, wir machen es einfach. Wir halten uns an die Anleitung. 50 GB, N root Arch. Und das Ganze müssen wir jetzt nochmal machen. Und zwar haben wir ja auch noch, wir möchten ja unsere User-Daten vom System trennen. Hat den Vorteil, stürzt uns irgendwann unser System ab, haben wir noch unsere User-Daten. Installieren wir irgendwann neu, haben wir unsere User-Daten. Installieren wir irgendwann an Ubuntu oder an Red Hat oder irgendein anderes System, haben wir unsere User-Daten. Also wir verlieren nicht unsere User-Daten. Außerdem lässt sich, wie gesagt, LVM wunderbar backuppen und das heißt, wir können Backuppen sichern. Und das heißt, wir können dann theoretisch auch einfach sagen, hey, das LVM wegsichern und dann haben wir alle unsere User-Daten gesichert. Aber gut, kleines L, 100%
free. Also alles, was noch da ist, soll jetzt für Home verwendet werden in der Volume Group Arch. Oh, Group Arch not found. PV create system. Ja, ich hätte vielleicht mal lesen sollen. System. So. Logical Volume, Root Created und Home Created. Und das Schöne ist, die werden automatisch gemappt. Also wenn wir jetzt mal gehen in Device Mapper, haben wir jetzt hier einmal Arch. Das ist unser verschlüsseltes Volume. Und in dem verschlüsselten Volume haben wir unsere LVMs System Home und System Root. Und mit denen müssen wir jetzt weiterarbeiten. Und zwar müssen wir die einhängen. Nein, Entschuldigung, zuerst müssen wir unsere Dateisysteme erstellen. So, wir make file system. Zuerst brauchen wir UEFI. UEFI ist FAT32, also VFAT, in der 32-Bit-Version auf /dev/nvme0n1p1. Ja, die haben wir ja nicht gemappt. Das ist ja unsere Standard-Boot-Partition ganz am Anfang der Festplatte, das ist wirklich noch die physikalische Partition. Die ist nicht verschlüsselt. So, dann müssen wir, und jetzt wird es interessant, weil es gibt mehrere Dateisysteme unter Linux. Es gibt XFS, es gibt X4, es gibt X3, es gibt ButterFS, es gibt ZFS, es gibt ReiserFS, es gibt unglaublich viele Dateisysteme, zwar nicht endlos, aber es gibt, ich habe jetzt gerade die größten genannt. Was ich empfehle ist, also ich persönlich bleibe einfach beim Standard, weil ist am längsten da, ist am besten entwickelt, auch wenn ButterFS, wenn ZFS, wenn andere Dateisysteme sehr interessante und Ansätze haben, unter anderem auch wesentlich performanter sind. Ext ist einfach am längsten da, ist am besten entwickelt, ist ist rockstable, also es ist wirklich stabil. Das ist, ich habe damit noch jetzt am wenigsten Schwierigkeiten gehabt, aber ich glaube, man fragt 10 Linux-User, welches Dateisystem das beste ist, und kriegt dann 20 Antworten. Wie gesagt, bleibt jedem sich selbst überlassen. Könnt ihr euch gerne auch auf Wikipedia mal einlesen, was die verschiedenen Dateisysteme machen. Ich für meinen Teil bleibe auf jeden Fall, zumindest für diesen Tutorial hier, bei Ext4. Den ganzen gebe ich, hier heißt es übrigens L für Label, root, und zwar /dev mapper system root. So, und das Ganze machen wir nochmal, home, home. So, jetzt müssen wir unsere Dateisysteme einhängen, also mount /dev mapper system root, da soll ja unser Hauptbetriebssystem rein. Das hängen wir ein nach /mt. So, um jetzt weiterzumachen, müssen wir erst ein paar Ordner erstellen. Und zwar in mnt erstellen wir den Ordner home und einmal den Ordner boot. So, hat einfach den Hintergrund. Wir müssen jetzt unser Home-Verzeichnis einhängen. System home nach /mnt home und boot nach mnt boot. So, ja, damit haben wir eigentlich die Vorbereitung getroffen, die wir brauchen. Jetzt können wir eigentlich unser Debian, Arch installieren. Und das Ganze machen wir mit pacstrap /nach/mnt, weil da ist ja unser eingehängtes System. So, was brauchen wir? Die Base. Dann brauchen wir Base Devil. Einfach aus dem Grund, wir brauchen das später noch. Dann, was steht hier noch drin? Die DOSFS Tools. Braucht man jetzt zwar nicht für die eigentliche Installation, aber man braucht es später. GPT F-Disk, dann, ja gut, LVM2 brauchen wir auf jeden Fall, dann Linux Firmware, Vim,
Ja, ich bin zwar kein Fan von Vim, aber nehmen wir ihn mit. Dann Nano. Und dann, weil ich ein großer Fan davon bin. Ich hoffe, er kann mit installiert werden. Am letzten Mal hat er immer rumgezickt. So. Ah, er installiert es. Perfekt. So, was macht er jetzt? Er zieht sich die, hat sich jetzt ein Update gezogen. Was ist das Neueste, was gerade verfügbar ist? Und jetzt lädt er es auch herunter. Und nachdem ich gerade über WLAN gehe und der WLAN-Chip eigentlich recht alt ist, braucht er jetzt leider etwas länger. Aber ihr seht, Download Size 406,61 Megabyte. Also so lang sollte es dann auch nicht dauern. Ja, also ich werde auch später, wenn ich hier fertig bin, den WLAN-Stick abziehen und hier auch wieder eine richtige Netzwerkkarte einbauen, weil ja, wie gesagt, der WLAN-Stick kann, glaube ich, nur 54 Megabit pro Sekunde. Er ist ziemlich alt, war eigentlich nur zu Demonstrationszwecken gedacht. Aber ja. So, was macht er jetzt? Was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben unsere Festplatte in den Ordner /MNT eingehängt. Also unser Hauptsystem, Root, also Wurzelverzeichnis, hängt auf /MNT und darin haben wir das Home-Verzeichnis gemountet und ja, das Boot-Verzeichnis. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben eine Schicht, das ist unser Live-System. Da haben wir jetzt im Endeffekt die Hardware-Festplatte in einen einzelnen Ordner gehängt, in dem wir jetzt arbeiten. Also wir installieren sozusagen, wir haben keinen Installer, wir kopieren unser Betriebssystem händisch auf die Festplatte, auf die verschlüsselte Festplatte. Das wird später noch wichtig, weil wir müssen ja auch unserem Bootmanager sagen, die Festplatte ist verschlüsselt, die musst du vorher öffnen und frage uns nach dem Passwort. Ja, jetzt müssen wir leider warten, bis er fertig heruntergeladen hat. In der Zwischenzeit, genau. So, aua, das Arch User Repository. Das Arch User Repository ist auf einer Seite unglaublich nützlich, auf der anderen Seite nicht ganz ungefährlich. Im Endeffekt ist Arch oder es sind eigentlich alle Distributionen in mehrere Teile aufgeteilt. Es gibt einmal den Kern. Der Kern des Betriebssystems oder der Kern der Distribution ist der Teil, der von dem Arch-Team verwaltet wird. Also das sind wirklich die User, die Anwender, die Administratoren, die hinter Arch Linux stehen, sagen, um diese Pakete kümmern wir uns. Wir sorgen dafür, dass wenn ihr diese Pakete verwendet, das System hundertprozentig funktioniert. Dass die natürlich nicht alles abdecken können, sollte eigentlich klar sein. Dann gibt es die Extras. Die Extras sind Software, die nicht jeder braucht, die aber nice to have sind. Dann gibt es das Community-Paket. Das sind im Endeffekt Pakete, die eben von der erweiterten Arch-Community, von anderen Usern, von Leuten, die eben nicht permanent bei Arch mitarbeiten, gewartet werden. Und dann gibt es das OAR. Das Arch User Repository ist im Endeffekt eine Sammlung an Skripten, die Software für einen installieren. Also, wie kann man sich das vorstellen? Das User Repository ist im Endeffekt, da liegt keine Software, da liegt im Endeffekt liegen da Wegweiser. Wo kriege ich die Software her? Also im Arch User Repository gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Teamspeak zu installieren. Der lädt sich nicht Teamspeak von Arch Linux, also von our.archlinux.org herunter, weil das erlaubt die Teamspeak-Lizenz nicht. Aber in dem Skript steht im Endeffekt drin, wenn du Teamspeak installieren möchtest, lade dir Teamspeak von dieser Adresse herunter, entpacke es, kopiere es an diese Stelle des Systems, lege hier und da deine Verknüpfung an. Es steht im Endeffekt, es ist eine maschinenlesbare Anleitung, wie ich Software installiere, automatisiert. Also so kann man sich das Arch User Repository vorstellen. Und das Interessante an der Sache ist, dass da eigentlich jeder mitmachen kann. Wofür sich Linux eigentlich auszeichnet. Jeder kann, wenn er Interesse hat, da mitmachen.
Was auch negativ sein kann, weil wenn irgendjemand der Meinung ist, er muss hier jetzt ein bisschen trollen, kann er auch Schadsoftware da reinschmeißen. Natürlich wird es im Regelfall entdeckt, weil na, das Viele-Augen-Prinzip ist, gucken sich Leute die Skripte an, die auch Ahnung haben, und es ist, glaube ich, recht unwahrscheinlich, da wirklich langfristig und im großen Stil Malware einzuschleusen, aber die Möglichkeit ist vorhanden. Und deswegen ist es auch mit Vorsicht zu genießen. Also wenn auf einmal hier Meldung, wenn der Rechner auf einmal komische Sachen macht, würde ich aufpassen. Aber wie gesagt, ich habe bisher noch keine solchen Probleme gehabt. Ich habe auch noch nicht von solchen Problemen gehört. Aber die Möglichkeit ist vorhanden. Die Möglichkeit. Trotzdem, wenn wir das Auer benutzen, ich werde euch auch zeigen, wie man es einrichtet. Es geht eigentlich auch recht schnell. Und ist eigentlich auch recht angenehm. So, unser Linux ist installiert. Endlich. Gott sei Dank. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Weil die Anleitung geht hier auch noch ein Stückchen weiter. Wir müssen nämlich ein bisschen Grundkonfiguration betreiben. So, das Erste, was wir machen müssen, ist, wir haben ja unsere Partitionen alle erstellt. Das ist hier alles schön und gut. Aber unser neues Betriebssystem weiß noch nichts davon. Deswegen machen wir ein genfs -lp. Oh, ja, stimmt. Ich sollte vielleicht auch noch sagen, hier liegt ja unser System. Und das wäre jetzt unsere fs-tab. Das ist eine Konfigurationsdatei, die im Endeffekt unserem System sagt, welche Partition wird wie eingehängt und ist für was zuständig. Man sieht es hier, Label, Root, ah, ist unser Wurzelverzeichnis. Und die Datei brauchen wir in unserem neuen System. Das heißt, wir pipen die nach mnt etc fs-tab. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Jetzt werden wir unser neues System benutzen. Und zwar ohne es zu starten. So, was machen wir? Wir chrooten in unser neues System. Ihr seht, ich habe hier gesagt slash mnt, und jetzt sind wir aber auf einmal in /etc/iso/. Das heißt, wir sind jetzt in unser installiertes System und könnten jetzt in diesem System, was heißt können in diesem System arbeiten, als hätten wir es gebootet. Und das müssen wir auch. Denn wir müssen, wie gesagt, noch ein paar Kleinigkeiten machen. Unter anderem eines der wichtigsten Dinge: ein Passwort für den Root-Account setzen. Ansonsten können wir uns später nicht einloggen. So, das ist ein Schritt, den ich früher immer wieder vergessen habe und danach noch ein zweites Mal booten musste, meine verschlüsselte Festplatte aufmachen musste, alles einhängen musste, chroot reinmachen musste, Passwort setzen und dann nochmal neu starten. Von daher ist es jetzt mittlerweile der erste Schritt, den ich mache. So, das nächste, was wir machen, ist, da wir später auf der Konsole arbeiten müssen, wir müssen eine Datei anlegen, etc wie console.conf. Ja, vielleicht auch richtig schreiben. vkonsole.conf. So, Keymap ist gleich de-latin1. Genau, wir wollen ja später auch auf der Konsole unsere deutsche Tastatur haben mit dem Z und dem Y auf der richtigen Taste. Das nächste, was wir machen, ist genau unser System konfigurieren, was die Sprache angeht. /etc locale.gen. So, und da. Ihr seht es, glaube ich, schon, wer des Englischen mächtig ist. Oh, wir möchten gerne de-de-de. Ist egal. Ich habe es jetzt versehentlich verhauen. Egal. So. Wir sind hier de-de-de-UTF-8. Und um Kompatibilität zu wahren, nehme ich persönlich immer noch ENUS-UTF-8 mit. Einige Software ist mit dieser Locale geschrieben und das kann Probleme verursachen. Von daher, so, danach ein Locale-Gen und erstellt uns unsere Locales. So, das hätten wir auch. Timezone müssen wir noch erstellen. Und zwar. Oh, er hat es noch gar nicht. Perfekt. Das heißt, wir machen einen Symbolic Link von User. Jetzt wird es interessant. Ich glaube, Share. Zone Info.
Europe Berlin nach ETC Local Time. So, dann hätten wir auch unsere Zeitzone gesetzt. Das ist auch ETC Local Time, genau, da ist es. So, genau, jetzt kommen wir zu dem wirklich interessanten Part. Wir müssen nämlich unserem Kernel sagen, welche Module er laden soll, dass unser System auch hochfährt. etc/mkini/cpu.conf. So, Module. Wir haben X4 verwendet. Und dann haben wir hier unten, so, in der Reihenfolge: base-udif-auto-detect-mod-conf-block. So, ich weiß nicht, ich habe noch nicht herausgefunden, ich will es auch nicht testen oder rumspielen, beziehungsweise nicht jetzt in diesem Tutorial, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt, aber ja, ich glaube zumindest, weil Encrypt-LVM-File-Systems, egal. Was wir brauchen, ist hier auf jeden Fall Keyboard, Keymap. So, dann haben wir eine verschlüsselte Festplatte in einem LVM und dann kommt unser Dateisystem. So. Früher musste man den Shutdown nicht mit reinschreiben, warum er jetzt hier drin steht. Dazu kenne ich mich noch nicht, dazu habe ich noch nicht wirklich reingelesen, aber okay, es steht in der Anleitung, machen wir es mal mit. Wie gesagt, ich habe es bei mir nicht mit reingenommen und es funktioniert trotzdem. Aber okay, wenn es die Empfehlung ist, dann machen wir es halt rein. So, nochmal testen. base-udif-auto-detect-mod-conf-block-keyboard keymap encrypt LVM2 file systems fs-check und shutdown. Jawohl. Damit wären wir fertig. Und was wir jetzt machen müssen, mkini-cpio-p-linux. So, er soll uns ein neues Boot-Image erstellen. Und ihr seht, er generiert auch zwei. Er macht einmal ein normales hier oben und einmal ein Fallback-Image. Die müssen wir auch später beide einbinden. Fallback ist so, wenn der PC nicht hochfährt, dass er eben wirklich nur ein Basissystem lädt. So, die Installation des Bootloaders. Wer schon mal mit Linux gearbeitet hat, wird wahrscheinlich auf den Namen Grub gestoßen sein oder Grub 2. Ist auch ein Bootmanager. Allerdings hat Arch seit, ich weiß nicht wie lange, ich habe damals noch meine erste Arch-Installation mit Grub gemacht, hat Arch mittlerweile auf Systemd geschwenkt. Und ich muss aber auch der Fairness halber sagen, der Systemd-Boot oder Gummiboot, wie er früher mal hieß, lässt sich unglaublich einfach installieren und vor allem auch sehr, sehr einfach konfigurieren. Grub war da wesentlich komplexer. Bootctl install. Das war's. Das war alles, um den Bootloader zu installieren. Und wie gesagt, bei Grub war das, ich glaube, das Bearbeiten von zwei Config-Dateien, Grub install, Grub update. Und hier ist es einfach ein Befehl und der ist installiert. Wir müssen ihn noch konfigurieren. Ja, und das machen wir jetzt noch. Bootloader. So, erstmal den loader.conf bearbeiten. So, den Timeout können wir eigentlich auf 1 setzen, weil wir haben kein anderes System. Hättet ihr Dual Boot, dann ja, aber wir haben ja kein Dual Boot hier. Default Arch. So, und den Arch Default-Eintrag müssen wir jetzt anlegen. Arch.conf. So, Title Arch Linux 2020 VM. Dann, und jetzt brauche ich die Hilfe, linux/vm-linux. Dann initrd is slash initramfs-linux.img. So, das sind im Endeffekt die, ich sag mal, Standardeinträge, die man braucht. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, kann man statt Leerzeichen auch Tabs verwenden. Hat man auch zumindest eine schönere Übersicht. So, vm linux-linux, dass wir keine Tippfehler haben. initramfs-linux.image. Und jetzt kommen die Options und die sind wichtig.
So, denn wir müssen hier angeben, dass wir ein verschlüsseltes Volume haben. Crypt device ist gleich slash dev slash NVMe 0 N1P2. Das ist die physikalische Partition, auf der unsere verschlüsselten Daten liegen. Das Ganze wird eingehängt als Arch. Haben wir ja vorhin als Arch eingehängt, mit Arch auch gearbeitet. So, unser Root-Verzeichnis, also unser Wurzelverzeichnis, ist dann slash dev slash mapper slash system minus root. Na, ihr erinnert euch, wie wir das vorhin alles eingerichtet haben. Es soll natürlich read-write gemountet werden. Unsere Sprache ist gleich de, Deutsch. Und unser init-System ist gleich slash user lib systemd. So, und unsere Hauptlocale, nachdem wir ja mehrere installiert haben, ist de.utf-8. So, diesen Eintrag, weil ich nicht alles nochmal schreiben will, kopieren wir jetzt einfach mal nach arch-fallback. So, Fallback, und hier haben wir auch ein minus Fallback.image. Ja, damit wäre eigentlich die Konfiguration unseres Bootloaders auch fertig. Das heißt, wir haben Arch Linux installiert. Theoretisch könnten wir jetzt neu starten und wären eigentlich mit der Grundinstallation fertig. Was ich noch mache, nachdem ich niemals als Root-System-User permanent arbeite, was ihr auch wirklich berücksichtigen solltet, Linux ist ein Multi-User-System, ich installiere mir noch sudo. Erst mache ich hier mal ein Update des Systems. Aber es sollte eigentlich alles up-to-date sein, wir haben es ja gerade eben erst installiert. So, jetzt installiere ich mir das Paket sudo. Jawohl. So. Und für die Gruppe sudo, wobei das Original eigentlich wheel ist, aber ja, halten wir uns an den Standard. Aktiviere ich, also wer in der Gruppe wheel ist, der darf sudo benutzen. Das Ganze wird gespeichert. So, jetzt erstelle ich erstmal eine Gruppe für mich, also für einen neuen User. So, jetzt erstelle ich einen neuen User. So, ich möchte gerne die Bash haben. In die Gruppe Asimael, in die weitere Gruppe Wheel, den Nutzer Asimael. So, und für den Nutzer Asimael setzen wir auch direkt mal ein Passwort. Wir möchten uns damit auch einloggen können. So, jetzt können wir eigentlich neu starten. Das heißt, mit STRG D gehen wir erstmal wieder raus, machen dann ein umount slash mnt. Ah, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Mal gucken, ob was noch eingehängt ist. Ja, perfekt. Jetzt können wir einen Reboot machen. Was wir erstmal machen, ist ein Power-Off. Also ich fahre die Kiste jetzt mal komplett herunter, weil, was ihr jetzt tun solltet, wäre der USB-Stick abziehen. Ich muss das Ganze hier halt händisch machen. So, und jetzt können wir wieder starten. Na? Wieso kann ich hier nicht starten? Habe ich die falsche Festplatte abgezogen? Ich habe die falsche Festplatte. Nee. Nee. Das ist jetzt interessant.
Das sollte nämlich eigentlich so nicht passieren. Das ist jetzt wirklich interessant. Also wie gesagt, ihr müsstet eigentlich nur herunterfahren und neu starten. Ah, abgebrochen. Interessant. Aber gut, neu starten. So, das ist, wie gesagt, Boot. Und ihr werdet nach dem Passwort gefragt, mit dem ihr eure Platte verschlüsselt habt. Und ihr könnt euch einloggen mit dem User, den ihr eben erstellt habt. Und ihr seid drin. Also ihr habt erfolgreich Arch Linux installiert. Was ich jetzt noch mache, was ich ja vorhin eigentlich schon machen wollte, was ich wieder mal vergessen habe in meiner Hoppla Hopp, eine Netzwerkkarte hinzufügen und den unsäglichen WLAN-Adapter rauswerfen. Ah, oh, der ist schon draußen. Perfekt. Ah, die Änderung braucht so lange, deswegen. So. USB, genau, entfernen. Netzwerk ranhängen. Go. Ah, der Netzwerkadapter hat so Schwierigkeiten gemacht. Kaum zieht man ihn ab, funktioniert es wieder. So. Und ihr seht auch, dass Arch Linux in der Grundinstallation oder das Linux in der Grundinstallation ohne irgendwelche Sonderheiten auch eigentlich ziemlich schnell ist. Ah, und ist es wieder abgestürzt. Ich mag VirtualBox. Das ist so stabil. Das liegt jetzt übrigens nicht an unserer Installation, das liegt an meinem verkackten System hier. So, aber prinzipiell haben wir jetzt hier Arch Linux installiert, sind eingeloggt, können auch mittels sudo root werden und können hier weiterarbeiten. So, was wir noch machen, weil wir das die folgenden Tutorials über auch brauchen werden, wir werden uns einen Arch User Repository installieren und wir werden auch noch ein anderes Repository mit hinzufügen, was wir noch brauchen, und zwar das Multilib. Das brauchen wir, wenn wir zum Beispiel so Sachen wie Steam installieren wollen. Dazu müssen wir die pacman-conf bearbeiten als Root. Und zwar müssen wir hier unten einfach nur das Multilib einkommentieren, nicht auskommentieren. Damit haben wir die 32-Bit-Libraries noch und wir wollen auch Yay installieren. Genau, und dafür brauchen wir Git. Ah, ja, Pacman, nicht Pacmel. Pacman ist übrigens der Paketmanager. Ja, ich muss erstmal ein Update machen. Genau. Oh! Ha! Den Fehler mache ich auch jedes Mal. Wir haben keine Netzwerkverbindung, weil wir haben unser Netzwerk noch nicht initialisiert. Das können wir eigentlich ganz einfach machen. Dafür haben wir nämlich den Network Manager installiert. Ja, also wir haben jetzt beim Neustart, macht er jetzt automatisch unseren Network Manager an, der unser Netzwerk versucht wiederherzustellen. Wären wir jetzt noch per WLAN verbunden, kann man mit NMTUI, ja, not running. Das heißt, wir müssen zuerst den Network Manager starten. Jetzt läuft er. Oder wir hätten einfach einen Neustart machen können. Und dann kann man hier mit NMTUI Edit a Connection, kann man hier jetzt über Add seine WLAN-Verbindung hinzufügen. Also nochmal. Ja, also das Device ist halt jetzt bei mir nicht da, weil ich habe es abgezogen. Aber prinzipiell SSID, Adresse eintragen. Also hier kann man dann seine WLAN-Verbindung wieder einrichten. Und das bleibt auch dann später, wenn man. Ah, nicht delete, nicht delete, nicht delete. Add.
Gut. Und diese eingerichteten Verbindungen bleiben auch später, wenn man eine grafische Oberfläche installiert hat. Deswegen der Network Manager, weil der eigentlich bei jeder grafischen Oberfläche mitverwendet wird. Und auch die, ich sag mal, eleganteste Lösung ist, die einfachste Lösung ist, finde ich jetzt persönlich. Aber natürlich müssen wir es starten. Wir müssen auch auf der Command Line sagen, hey, wir brauchen Netzwerk. Und wie gesagt, durch den Start des Network Managers haben wir auch unsere IP-Adresse gekriegt. Jetzt kann ich auch ein Update machen. Wir haben wieder eine Internetverbindung, läuft alles perfekt. So, pacman-s git, jawohl. So, jetzt muss ich als User arbeiten, weil das Bauen des Paketes, und deswegen brauche ich auch sudo, weil ich muss als User, als Root agieren können, ohne das Root-Passwort zu wissen. Also ich möchte gerne, dass Root wirklich komplett außen vor ist. So, aber wir brauchen erstmal Yay. Wir brauchen aus dem Our das Paket Yay, weil ich möchte nicht jedes Paket von Our erst suchen müssen, auf der Website manuell runterladen, manuell installieren. Ich möchte gerne, dass das ein Paketmanager für mich übernimmt, der nach Möglichkeit mit Pacman sehr stark kompatibel ist. Und Yay ist für mich der Paketmanager, der eigentlich, ich sag mal, am kompatibelsten ist. Also ich persönlich arbeite damit, ich finde ihn gut. Es gibt auch noch andere, es gibt eine ganze, es gibt auch im Arch-Wiki übrigens eine wunderschöne Anleitung. Nee, nicht hier. Da muss ich wieder auf das Englische. Also ihr solltet Englisch können. Englisch ist wirklich. Die komplette Dokumentation von Arch ist in Englisch und wirklich outstanding good. Our helpers. Oh. Jetzt bin ich auf der Japanischen gelandet. Hier geht es auch noch auf, doch, es gibt es sogar auf Deutsch. Perfekt, das ist schön. Die Seite ist eingedeutscht. Es gibt Aura, Oracle, Aurecle, okay. Wie gesagt, das sind die Helpers. Es gibt auch grafische, also wirklich, die später auf einer GUI laufen werden. Ja, Pack-Hour fand ich auch eine ganze Zeit lang recht gut. Oh, Entwicklung wieder aufgenommen. Das ist interessant, weil Pack-Hour war eine ganze Zeit lang eigentlich tot. Pack-Hour oder Yay sind eigentlich die beiden, die ich richtig toll finde. Aber weil ich es gerade sehe, Pack-Hour, Bash und C. Damit bräuchte ich eigentlich kein Go, weil Yay nämlich auf Go basiert. Da müsste ich mir das Go-Package mit installieren. Pack-Hour ist wirklich wieder aktiv. Naja, nein. Nein. 2017, 2018, da ist die Info wohl, ja. Wobei es hieß, ein Fork davon ist wieder aktiv. Deepin's Graph Network Forks Network. Marquis ist dein. Wer ist denn hier der aktuellste? Ach, Dezember 2019. Ja, nee, da bleiben wir doch lieber bei Yay. Wie dem auch sei. Das Package Yay ist ja im Hour vorhanden. Also, wenn ihr ein Paket per Hand installieren wollt, was wir jetzt mal machen wollen, ihr könnt hier ein Package suchen. Wir suchen Yay und wir haben hier das Package Yay. Yet another Yaogurt Manager. So, und hier ist im Endeffekt Git Clone URL. Die brauchen wir. our.archlinux.org, yay.git. So, nachdem ich hier auf der Konsole nichts einfügen kann oder copy und pasten kann, git clone https our.archlinux.org/yay.git. So, das will ich haben. Jetzt gehe ich in das Verzeichnis yay rein und sage einfach nur ein make pkg-si. Boah. Jetzt möchte er mein sudo-Passwort haben, dass er das Paket auch installieren darf. Jawohl. Jetzt installiert er mir meine Abhängigkeiten, eben Go. Lädt sich das Paket Yay herunter.
kompiliert's und wir können fortan Yay benutzen. Jawohl. So, das war's. Jetzt können wir hier auch wieder raus. Auch alles wieder sauber. So, und jetzt können wir hier. Genau. Perfekt. So, damit können wir eigentlich weiterarbeiten. Jetzt haben wir eine schöne Basis. Und ab sofort wird es dann geteilt werden, wo ich dann noch erkläre, wie man die einzelnen Desktop-Manager installiert. So, die Kiste fahren wir runter, weil für die weiteren Tutorials muss ich nämlich jetzt eine wunderschöne Funktion nutzen, die sich dann nennt Snapshot erstellen oder klonen. Mach mal einen Klon. KDE vollständiger Klon. So, wie gesagt, nächstes Tutorial werden wir dann mal Plasma oder auch KDE installieren. Einen Netzwerkmanager haben wir ja schon, einen Desktop-Manager. Und danach werden wir uns mal GNOME angucken, eventuell noch Deepin. Ich werde euch erklären, was ein Login-Manager ist, wie man ihn benutzt. Und ja, werden wir dann weiterhin auch versuchen, mal ein paar Anwendungsprogramme einzurichten. Und bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht Spaß. Wer Arch mal ausprobieren will, kann sich auch VirtualBox runterladen über virtualbox.org. Ist kostenlos, ist für private Nutzung absolut frei und ja, ist auch ganz gut, um mal was auszuprobieren. Gibt es auch für Windows übrigens. So, bis dahin, ja, und tschüss.